Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel Röping und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir uns durch die Feuerprobe gekämpft im Nuka World DLC und hier ist jetzt endlich mal aufgetaucht. Oh. Wir haben mit einem Typen gesprochen, der uns angeblich gegen diesen Power Armor Fight hier helfen will und dafür sollen wir eine Wasserpistole benutzen. Okay. Was auch immer, weil die ist irgendwie am Strom angeschlossen und das Wasser soll irgendwie den Strom abschalten oder irgendwie sowas oder uns für kurze Zeit die Möglichkeit geben, ihm anzuschießen und so. Ihre mal, hey, das ist schon eine Minute am Laden, was soll? Weil ich habe schon die Aufnahme bekommen, bevor der Ladebildschirm hier aufgetaucht ist. Was dauert das so lange? Oh, schade. Okay. Spiel stürzt natürlich nicht wieder ab. Hier ist unsere Wasserpistole und das. Ma. Hängt da nicht. So, warte. Ich bin gleich bei euch da. Ja. So. Hat unendlich Munition, aber ne? Hallo. Habe ich den hier nicht aufgesammelt? Ja, ich bin letztens hier durchgegangen, einfach damit war. Weiterkommen, ne? So, da haben wir eine Minigun, die könnten wir vielleicht benutzen gegen den. Aber ich habe mein Arsenal bereit. Hoffentlich muss ich die ganze Zeit hin und her wechseln. Mit meinen Waffen. Das ist ja irgendwie so eine Sekunde irgendwie anschießbar ist und da muss ich schon wieder die Wasserpistole rausholen oder so. Ein bisschen strong, du gehst auf den los, während ich den anspritze. Spritzen. Also ein perfekter Plan, oder? Mal. Was? Sind meine ganzen Klamotten kaputt? Ey. Was ist denn das? Kann ich das aufmachen? Hallo, na? Warum fängt denn der jetzt schon an zu schießen? Seid ihr bereit für das Gemetzel? Und das Rudel. Bereit für die große Show? Also, und meine Power Armor ist voll im Eimer. Oh. Was geht? Oh, das hat ein gutes Zeichen. Ich glaube ja. Einer. Alter, hält der viel aus. Oh Gott, ich muss hier die ganze Zeit hinwechseln, ey. Gut. Das wird nervig. Andere Waffe. Ja, kann ich ja nicht benutzen. 300 muss ich nachladen. Alter, warum? Warte mal, du bist ein Mensch. Kommst du so auf mich zu, Mann? Ah, bist du da? Ah, ich hab den Kopfschuss damit. Themen. Wieder im Geschäft. Hier ist hinter uns. Naja. Weißt du, wenn ich das immer benutze? Naja, komm her. Was strong überhaupt? Boah. Du fängst mal hier. Hey, warum ziehen all meine Waffen nichts ab? Puff. Oh mein Gott. Ich setze den seine Power Armor kaputt an, glaube ich, ne? Du wirst trotzdem verrecken. Also, ist sie wieder da.
Wir haben noch genug Wasser. Spritz, Spritz, Spritz. So viele geile Waffen, die ziehen alle nichts ab. Ist ja cool. Ah, getroffen. Ah, nochmal getroffen. Oh, zieht einfach so. Ist nicht für einen Nahkampf da, die Waffe. Aber ich krieg dich. Was hast du überhaupt für eine Waffe? Au. Komm her. Wo ist Strong? Ist bestimmt draußen, ne? Warte. Ja, du kannst eine Power Armor benutzen. Was ist das denn für eine Verarschung? Da geht er jetzt immer weniger. Heiner. Spritz, Spritz, Spritz. Aber ja, mal auch so weiter. Aber vielleicht sehr. Alter, warum? Ja, ne, den seinem Fusionskern. Warte mal. Ne, Idee. Mal. Naja, ich habe eine Idee. Dreh ich mal um. Der wahrscheinlich so gut nicht. War nur 1%. Komm. Komm her. Was? Normalerweise explodieren die. Ja, nur 1% ist. Dann treffe ich ja sowieso. Ich weiß nicht, wie du es geschafft hast, aber leben kommst. Das ist voll der übliche Kampf eigentlich. Jetzt aber. Sehr gut. Mein Gott. Ich bin Level 101, das müsst ihr euch mal geben. Wegen Cheater, ey. Level bringt mir überhaupt nichts, habe ich das Gefühl. Ich bin Level 101 und ich komme mir nicht ein Prozent stärker vor als sonst. Das ist mal echt ein richtiger Bosskampf hier. Ah. Komm her. Nein, nein. Da hinten was getroffen, glaube ich. Hab gar nicht mitgenommen, ne? Urteil wäre, glaube ich, zu einfach gewesen. Ah ja. Kann deine Power Arm nicht ein bisschen kaputt gehen? Was? Ja, du bist schon leicht tot. Müsste schon so durchnässt sein, darf doch gar kein Strom mehr durchfließen da. Ach ja. Der, meine ganze Rüstung ist kaputt. Gibt's jetzt nicht. Bams. Weg ist er. Overboss Power Tor so. In der Nähe Energieschaden zu geil. Hi, so sieht's aus, ne? Wir alle haben es. Code ist tot. Wir haben einen neuen Overboss. Dieser Typ? Bist du dir sicher, Gage?
Was soll denn das heißen, dieser Typ? Ich hoffe wirklich, dass du weißt, was du da tust. Hey, wir haben doch darüber geredet. Er hat die Feuerprobe überlebt. Er war clever genug, meinen Rat anzunehmen. Und stark. Wegen die was? Soll ich gleich mal ausrüsten, ne? Die anderen Sachen sind alle kaputt. Die sind schon voll hochgeballert. Einen wie ihn brauchen wir. Wie wär's, wenn ihr eurem neuen Anführer etwas Respekt erweist? Er wird Respekt. Ja, verbeugt euch von mir. Baut mir ein Gewand aus reinstem Gold. Ein Power Armor. Eine Power Armor aus reinstem Gold. Und jetzt. Und auch nicht ab. Na, wir sind jetzt Freunde, oder? Was, das geht doch nicht so. Hallo? Ich darf doch nicht mein Gesicht sehen, hallo? Wo ist es? Sieht doch ein bisschen aus wie von Fallout New Vegas, die Rüstung. Das habe ich gesagt. Lief alles wie geschmiert. Wolltest du den Overboss echt tot sehen? Tot? Aus dem Weg geräumt? Wo ist der Unterschied? Wir sind ihn los. Der Plan war erfolgreich. Tot durch Wasserpistole? Wäre doch super, wenn das auf seinem Grabstein steht. Da hast du recht. Ich hätte gern sein Gesicht gesehen, als er den Kurzschluss in der Rüstung hatte. Okay, ich weiß, dass du keine Ahnung hast, was hier abgeht und dass gerade alles auf einmal passiert. Aber du musst mir jetzt gut zuhören. Colter zu erledigen, war keine Entscheidung aus dem Bauch heraus. Ein paar haben das schon länger geplant. Jetzt, wo er weg ist, haben wir eine freie Stelle als Oberboss und, Überraschung, du hast den Job bekommen. Ich bitte dich nur, mir bei der Sache zu vertrauen und es zu versuchen. Das wird es wert sein. Erst lockst du mich hierher und jetzt soll ich den Laden schmeißen? Sowas in der Art. Ich erklär's dir. Nuka World wird von 3 Raiderbanden beherrscht. Den Jüngern, den Unternehmern und dem Rudel. Und falls du anhand der Namen noch nicht drauf gekommen bist, das sind keine normalen Raider. Diese Idioten können sich untereinander nicht besonders gut leiden. Dank Colter ist der Laden hier ein einziges Pulverfass, das beim kleinsten Funken hochgeht. Ein falscher Schritt und wir haben hier ein Blutbad. Ich glaube, du hast das Zeug dazu, die Sache gerade zu biegen und die Banden daran zu hindern, sich gegenseitig zu zerfleischen. Aber wieder 3 Fraktionen hier. Klingt spaßig. Ich bin dabei. So ist's richtig. Wahrscheinlich hast du viele Fragen, aber hier ist nicht der richtige Ort. Wir sehen uns im Overboss, in deinem neuen Quartier. Dem Restaurant oben auf dem Fistop Mountain. Dort können wir reden. Warte, ich mach dir die Tür auf. Dann okay, jetzt erschieße ich ihn. Wo ist Strong schon wieder? Ey, ganz ehrlich. Ich kann den nicht fassen. Weil ich eine Power Armor bin wahrscheinlich, ne? Ja, verdammt, wenn ich jetzt. Was passiert mir, wenn ich den vor denen fresse? So. So, hat das gefallen, ja, und jetzt gehe ich hier rein. Nun, da ich das Herz des vorherigen Anführers gefressen habe, werde ich der neue Anführer sein. Strong, du kannst mich mal, ey. Das darf doch einfach nicht wahr sein. Was soll der Scheiß, ey? Boah. Ich kann machen, was ich will. Der wird einfach nicht zufrieden sein. Egal, was ich mache. Was denkst du, ist das wie andere Menschen? Schlau, aber schwach. Vor allem, wie soll ich denn jetzt hier bei ihm vorankommen? Jedes Mal, wenn ich aus der Power Armor rausgehe und irgendwas fresse, bekomme ich zwar Pluspunkte, aber dann gehe ich wieder in die Power Armor rein und der tickt wieder durch. Hey.
Das ist auch voll bescheuert gemacht. Ich glaube, wir kriegen hier ein Dingens. Auch einen Gefährten, irgendwie sowas. Ein Raider, ja, ne? Raider haben wir noch nicht. Wir haben Sins, wir haben Roboter, wir haben Supermutanten. Raider fehlt eigentlich noch. Ganz ehrlich, ich komme bei Strong einfach nicht weiter. Muss mich mal irgendwann hinsetzen und einfach durchs Ödland laufen und Leichen fressen und sonst nichts. Okay. Weil irgendwie komme ich bei ihm nicht weiter. Quantum, Quantum, Quantum. Haben die irgendwelche Sachen jetzt verkauft? Weil ich habe Strong eine Menge Sachen in die Hände gegeben, die ich verkaufen kann. Oh, Nuka World. Oh. Und ich möchte die gern verkaufen und gegen geile Sachen eintauschen. Hier gibt es aber bestimmt voll die geilen Sachen zu verkaufen. Weiß nicht, ob es mir gefällt, mit Raiden abzuhängen. Aber okay. Was bist du denn? Was? Hey, das sticht mich. Okay. Glaube ich schick Strong nach Hause. Also wird das hier nichts. So, hallo. Haben wir hier noch was, was sich lohnt? Gibt es ja auch ein Magazin oder irgendwie sowas? Ich habe gerade hier ein paar Leute gesehen. Oh, 77. Die werden sehr schnell runtergehen, habe ich das Gefühl. Was ist das denn für ein Stuhl? Red Gorilla. Gorilla. Okay. Ja, okay, im Institut hat man ja auch Gorillas gesehen, ne? Hallo. Die Unternehmer zu verstehen ist gar nicht schwer. Wir wissen, wie man lebt. Bei den anderen Banden. Also im Ernst. Sterben im Vordergrund. Jünger oder Rudel? Ist Selbstverbrennung auch eine Option? Ja, je. Könnte sogar die einzige Option sein. Ich war gerade hier im Gespräch mit einem von euch, also. Boah. Tun so, als wäre ich überhaupt nicht da. Jetzt hauen sie ab. Unhöfliches Pack. So aus hier. Auf einer Nuka World. Wir haben noch ein Thumbnail hier bekommen. Für die nächsten 50 Parts. Dann, wenn ich Glück habe, werden wir vor Part 400 hoffentlich noch mit dem Spiel durch sein. Habe ich das Spiel, weiß ich nicht, ein Jahr schon gespielt. Habe ich halt angefangen, letztes Jahr Dezember oder so, ich weiß es gar nicht. Muss ich mal im ersten Part gucken. Da sind wir schon ein Jahr dran. Gut. Weil die vier Parts habe ich für Faraba gebraucht. Mal schauen. Ich werde wahrscheinlich sogar aufs Game wieder ein bisschen trainieren, weil wenn das kann irgendwie so nicht weitergehen. Ich muss dann irgendwie den Schaden von meinen Waffen erhöhen mit einigen Perks. Ich meine, das ist ein Bosskampf gewesen, aber trotzdem, das war schon ein bisschen extrem. Vor allem, der hat mir nicht wirklich irgendwie Schaden gemacht oder so. Also, war das nicht so gedacht. Aber der hatte unmenschlich viel ausgehalten. Und das ist einfach nur, weil ich gar keinen Schadensoutput habe. Das ist das Blöde. So, was ich brauche, ist ein Händler, der meine Sachen probieren kann. Eine wandelnde Cola-Flasche. Oh, Verkäufer. Seit ihr hier das Sagen habt, schuften wir rund um die Uhr. Was habt ihr erwartet? Wir erwarten etwas mehr Anerkennung. Wir geben euch zu essen und zu trinken. Wir bieten, oh, ihr habt so einen Sklaven als Band. Ohne uns werdet ihr längst Futter für die Blutwürmer.
Du machst entweder deinen Job oder wir werfen deinen faulen Arsch aus dem Park. Aber vielleicht denkst du ja, du wärst da draußen besser dran. Ganz allein und unbewaffnet. Nein, nein, ich gehe wieder an die Arbeit. Schon besser. Wir dürfen den anderen Banden nichts tun. Es ist aber nicht verboten, sie dazu zu bringen, sich zu tun. Hier gibt es Maschinen, die Kinder mit Nuka-Cola eingesprüht haben. Was hatten diese Leute für Probleme? Diese Halsbänder werden mit der Zeit echt heiß. Verkauf er nichts verkauft. Ich würde dich in Stücke reißen. Oh, hallo, junger Bursche. Willkommen in Nuka World. Ich bin Nira, Ihre freundliche Nuka World Informationsassistentin. Besuchen Sie Nuka World zum ersten Mal. Ja, das tue ich. Oh, wunderbar. Wir freuen uns sehr, Sie in Nuka World begrüßen zu dürfen. Bevor Sie sich auf Ihr großes Nuka-Abenteuer begeben, möchte ich Ihnen noch Fehler. System-Fehlfunktion. Hast du meine Zeit lang genug vergeudet, du dreckiger kleiner Gauner? Mir wird langweilig und wenn mir langweilig wird, werde ich gewalttätig. Was? Moment, was hast du gerade gesagt? Oh, was ist los, Drecksack? Mal wieder Camps bis zum Verlust der Muttersprache geschmissen? Oder zu blöd? Du hast mich genau verstanden. System wiederhergestellt. Hoppla. Tut mir leid, meine Aufzeichnungen deuten auf eine unautorisierte Manipulation meiner Persönlichkeit. Schizophrenie bei Robotern. An einen Nuka World Wartungstechniker. Was ist los? Wer hat dich manipuliert? Könnte ich das doch nur sagen. Die beteiligten Personen passen nicht zu den visuellen Aufzeichnungen bekannter Nuka World Mitarbeiter. Zum Glück haben meine Audiosensoren alles aufgezeichnet und ich habe gemäß den Standardsicherheitsprozeduren ein Holoband eingereicht. Oh, keine Sorge, trotz dieses unglückseligen Vorfalls funktioniere ich noch mit mehr als 61% meiner normalen Kapazität. Ich wollte Ihnen gerade einen kleinen Tipp geben, damit Sie Ihr spannendes Nuka World Abenteuer optimal genießen können. Sammeln Sie Parkmedaillons, während Sie Spaß mit unseren großartigen Attraktionen haben. Für einen kompletten Satz gibt es eine besondere Belohnung. Wenn Sie Fragen zu Nuka World haben, werde ich sie mit Freude beantworten. Und denken Sie daran, für eine kalte, erfrischende Nuka Cola ist immer der richtige Zeitpunkt. Erzählen mir mehr über diese Parkmedaillons. Ist mir ein Vergnügen. Im Park befinden sich mehrere Automaten, an denen Sie spezielle Parkmedaillons erhalten. Sobald Sie einen kompletten Satz haben, bringen Sie sie mir, um eine besondere Belohnung zu erhalten. Okay. Wo finde ich diese Automaten? Ich gebe Ihnen einen Tipp. Besuchen Sie unsere beliebtesten Fahrgeschäfte und Attraktionen. Was möchten Sie sonst noch wissen? Wo kann ich mich ausruhen oder was essen? Irgendwelche Tipps? Aber natürlich. Nuka Town USA ist der perfekte Ort, um in entspannter Atmosphäre großartiges Essen zu genießen. Wenn Sie etwas Leckeres für Ihre Kinder suchen... Ich habe keine Kinder. Ich habe einen alten Mann. Genießen Sie Essen und Vorführungen im Parlor. Ich habe keine Frau mehr, die wurde erschossen. Ich esse nicht. Was aus verschiedenen Bereiche des Parks. Mit Vergnügen. Setzen Sie kurz auf die Sterne in der Galactic Zone und erleben Sie die faszinierende Reise der Menschheit ins All. Entdecken Sie Starport Nuka und rasen Sie. Hab mich seit nur der Freizeitpark hier, das ganze Gebiet. War ganz schön groß an. Labyrinth, oh Gott. Unsere großartige Tierschau zu genießen. Vergessen Sie nicht, Kinder, eine magische Welt, die Spaß und Fantasy für die ganze Familie bietet. Ich habe keine Familie. Die Fahrt mit dem imposanten Riesenrad legen.
Ich habe keine Kinder mehr. Warte mal, das hatten wir auch schon. Und zur Feier der weltweiten Markteinführung gibt es in der Welt der Erfrischung jetzt ein Plus mit Nuka-Cola Quantum. Was möchten Sie sonst? Da pinkel ich rein. Okay. Oh nein. Du bist noch da? Scheiße, jetzt verschwinde hier, du elender, dummschnüffelnder Müllwühler. System wiederhergestellt. Einen schönen Tag noch. Ja, du auch. Was zum Teufel? Gut, dann würde ich sagen, wir beenden den Part hier. Und dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.